Hast du noch einen Wunsch, Olli? Ein Wunsch? Ja, willst du irgendwo noch reingucken? Also ich muss ja nach wie vor sagen, gucke ich mir auch noch relativ oft an hier dein Weihnachten für Veganer. Weihnachten für Veganer? Ja. Das geht nicht lang, das ziehen wir uns Komm, noch ey, fand rein. echt, also A, fand ich es wirklich lustig, aber auch von dir richtig, richtig gut gemacht. Aha, das freut Also mich. wirklich so, also gucke ich mir immer noch gerne an. Dann gucken wir uns das doch mal kurz an. So, jetzt habe ich aber einen Bärenhunger. Aber erstmal frohe Weihnachten euch allen. Ja, was willst du, Fisch oder Fleisch? Ich brauche nicht unbedingt was davon, Opa. Reaktion, wenn ihr das erste Mal sagt, dass ihr kein Fisch oder Fleisch mehr isst. Ach Opa, das weißt du doch. Er ist jetzt. Wie heißt das gleich nochmal, mein Schatz? Genau, ich versuche einfach tierische Produkte zu vermeiden, also vegan, vegetarisch. Vegantarier, jetzt weiß ich's wieder. Vielen Dank, mein Schatz. Du, das ist aber auch schlimm mit den ganzen. Das ist der Moment, wo man sich halt einfach denkt, scheiß drauf, ich bring's Ihnen heute an diesem Abend sowieso nicht mehr bei. Ja, ich will jetzt einfach nur essen. Los, keine Diskussion anfangen. Schlimm mit den ganzen Tiertransporten und so. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Diese gelebte Doppelmoral ist auch super geil manchmal einfach. Ja, kann ich verstehen. Und toll, dass du das machst, aber Ja. ich hätte jetzt gern mein Braten. Genau. Ist ja schon immer Und so. was isst du Ja. jetzt? Alles gut, eigentlich alles andere. Das versteht auch nie jemand. Es ist doch so viel auf dem Tisch. Und also keine Ahnung, man hat sich ja vorher auch abgesprochen und I don't know, und man bringt vielleicht selber was mit und es gibt genug zu essen, Leute. Ich verhungere nicht. Wir haben doch echt viel da. Und wie wirst du dann satt? Was meinst du? Fleisch ist das Einzige, was das macht, Olli. Deswegen, also ich habe ja jetzt noch die Diskussion mit meiner Oma, wenn ich ja nur Veggie will, dann sagt sie ja, also es wird schon besser, keine Frage, aber auch dann gibt es irgendwas mit noch Wurst oder so dazu, sage ich, nein, brauche ich nicht. Ich nehme dann einfach mehr Kartoffeln zum Beispiel oder mehr, I don't know, Spinat oder was auch immer. Ja, als wäre das so ein Mysterium, dass man Ja, davon satt werden kann. das ist wieder interessant, so wenn man das so analysiert, auch mit den verschiedenen Generationen, bei denen gehört das halt dazu und dann, die können das halt nicht nachvollziehen. Es ist krass, ne? Also wie etwas, was wirklich jetzt dann einfach, wenn man mal kurz drüber redet, einfach nicht mehr so viel Sinn ergibt, aber so krass verankert ist im Kopf, dass man davon nicht mehr wegkommt. Also die Gewohnheiten und wie man aufwächst etc. ist so mächtig einfach, So ne? dieses, wie du es ja eben schon gesagt hast, so ich lasse es weg, fertig aus. Man muss gar nicht mehr drüber diskutieren, ich lasse es weg und esse halt von dem anderen halt mehr. Fertig aus. Ja. Und dann rum und hö und Fleisch gehört auch dazu. Und so, ja, nee, für euch gehört es dazu, für mich, für uns, wie auch immer, nee. Du isst ja dann nur Beilagen. Das. Allein, dass das auch als Beilage zählt. Was? Könnt ihr, Fleisch könnte ja auch eine Beilage sein, so, weißt Ach so, ja, genau. Was ist du? eigentlich die Hauptschuld? Ja. Was ist die Beilage? Ja, total. Geht schon, Opa. Alles gut. Danke. Dabei ist das so gutes Fleisch, Ja, Biofleisch. mit Biofleisch ist natürlich alles in Ordnung dann. Da stirbt kein Tier für. Das ist 1A-Sache. Ja, das ist hier vom Bauer Schorsch. Ja, vom Schorsch hier aus dem Das Ort. ist auch geil. Auch immer die Begründung, das ist hier doch aus dem Ort. Das ist doch gut. Da weiß man doch, wer da dran beteiligt ist. Und das kann nur toll sein. Das ist ja, irgendwo ist das Fleisch immer aus dem Ort. So, also, oh Mann. Ich glaub's euch. Der hat uns auch den Käse gebracht. Willst du Käse? Ich brauche auch keinen Käse, glaube ich. Danke. Wie? Kein Käse? Da fängt dann das, also, da hört das Da komplette Verständnis dann genau, da auf. fängt es dann richtig an, ja. Warum denn jetzt auch noch kein Käse? Also auf Käse könnte ich ja nicht verzichten. Der Klassikerspruch, aber den hatte ich auch selbst schon verwendet. Also ich habe mich ja auch lange gedrückt vom Veganen, bis ich gemerkt habe, Alter, Käse auch nicht so wichtig einfach. Und dieses Verlangen geht auch weg. Wenn man jetzt ultra so auf Käse steht und immer diese Käseplatte abends isst und so, ist schwieriger. Aber es gibt ja mittlerweile auch verschiedene Käsesorten, die vegan nachempfunden werden, versucht. Ja, aber also ich bin da mit veganen Käsesorten, gut, ist Geschmackssache, finde ich nicht so geil. Hast du schon einige probiert? Ja. Okay. Aber wo wir wieder beim Thema sind, Ersatzprodukte, kann ich drüber streiten. Fleischersatzprodukte finde ich an sich gut, aber Käse irgendwie, I don't know, da wäre ist noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, finde ich. Okay, ja, ich habe bisher nicht so viele probiert, muss ich sagen. Es gibt Die, ja auch die, die, so die, diese Cashew und Käse. Reibe-Käse-Ding von Simply, glaube ich, die find ich gut. Aber Ja. so Mozzarella oder Schafskäse habe ich dann gegessen, das fand ich so, fand ich gar nicht gut. Okay. Willst du denn nicht wenigstens mal probieren? Das sieht doch keiner. Ah, genau, als ob man es für alle anderen macht und nicht für sich selbst nur. Perfekt. Nein, ich. Also, als ich so alt war wie du, da war das hier was Besonderes. Und was früher war, gilt heute auch noch, ne? Die Zeit, die geht nicht weiter und verändert sich Ja. alles. Nee. Früher hast du das auch gerne gegessen. Ja, früher. Genau. Schau. Wer
Wer bist du denn? Ich bin du. Was? Ich bin du. Wie, du bist ich? Ich bin du aus der Vergangenheit. Was? Ja, und jetzt denk nicht so viel nach, ist einfach was auf den Teller kommt. Mein Gott, ey. Okay, jetzt hört mir mal kurz zu. Und da startet das große Problem. Wenn man die Ansage lostritt und mal kurz erklärt, warum man jetzt vegan ist, dann hängt auf jeden Fall der Haussegen schief. Scheiße. So, jetzt vielleicht ein bisschen überhastet. Okay, Janik, schön ruhig. Es ist Weihnachten. Schön den Hausfrieden bewahren. Also ich will da jetzt eigentlich gar kein Riesending draus machen. Wir haben hier super Sachen auf dem Tisch stehen. Ich werde wirklich genussvoll satt. Also ihr braucht euch da wirklich gar keine Sorgen machen. Ich habe einfach für mich entschieden, dass das nicht mehr so ganz meinem Ethikverständnis entspricht und deswegen will ich persönlich halt nicht mehr für das Töten von Tieren verantwortlich sein. Das war's eigentlich schon. Stille. Alle wissen, eigentlich kann man dagegen nicht argumentieren, aber trotzdem fühlt man sich angegriffen. Abend versaut. Ja. Was denn? Toll, jetzt hast du mir das ganze Essen verdorben. Was? Kannst du denn keine Ausnahme machen? Opa. Die Mama hat sich so viel Mühe gegeben. Das ist auch immer geil. Man hat sich doch so viel Mühe gegeben. Ist doch so toll, was auf dem Tisch steht. Mmh. Opa. Also hier ist eigentlich nur ein bisschen Butter für den Geschmack drin. Das hast du schon gut gemacht. Das ist ein Klassiker. Geil. Butter für den Geschmack, man kennt's, ne? Die Margarine. Butter bei die Fisch. Genau. Und die Margarine, die tut's auch nicht. Aber Hühnchen geht doch, oder? Das war ein Klassikerspruch meiner Oma. Wollte gerade sagen, das war ja real. Das war echt real, als ich angefangen hatte, mich vegetarisch zu ernähren. Aha, aha. Aber Hühnchen geht, oder? Genau, Oma, ja. Hühnchen ist kein Fleisch. Hühnchen ist kein Fleisch. Da hat sie schon recht. Ja. Ist Geflügel. Deswegen war das eine berechtigte Frage. Deswegen habe ich dann auch wieder Hühnchen gegessen. Perfekt.